Willkommen zurück zu Spyro 2, Gate mit Dückler. Beim letzten Part haben wir die Kulex gesucht. Und ja, jetzt geht's darum. Achso, das sind. Ist da noch einer. Bloß, wie kriege ich den nach oben? Ich muss die irgendwie nach oben bekommen. Erstmal muss ich mich hier um. Ach so. Verstehe. So funktioniert das hier. Na, das ist ein zweischneidiges Schwert. Man kann ja auch ganz schnell an die falsche Seite hochbombardieren. Aber das kriegen wir schon hin. So, genau dahin sollt ihr nämlich gehen. Na, ob ich da noch was reißen kann? Na ne, komm, jetzt machen wir. Das mache ich dann mal so. Tja, und hab den letzten Schuss noch zu benutzt. Genau dafür. Dafür war der letzte Schuss. Denk mal, ich kann von hier oben auch. Okay, das kenne ich auch aus dem Spyro Advance Teil. Okay, was lasst ihr denn schönes fallen? Vielleicht ein paar schöne Edelsteinchen. Jedenfalls, das mit den Fragezeichenblöcken, das kenne ich auch von aus dem Game Advance Teil von Spyro. Das hat man wahrscheinlich auch übernommen. Sparks? Du kannst. Ja. Oder auch nicht. Da wollte Sparks mal nicht. Denn ich wollte, ja, genau, jetzt macht das. Diesen Edelstein haben. Okay, dann bringen wir dem Born mal seine. Ja, das geht auch. Blöp. Nein, falsche Richtung. So, rein in den Stall. Mit euch. Danke, Spyro. Hier ist eine Kleinigkeit für deine Bemühungen. Und es ist eine Kugel. Damit haben wir jetzt 25 Stück. Da draußen sind noch zwei Kulex, aber ich habe sie seit Tagen nicht gesehen. Okay, die zwei restlichen Kulex. Wo können die sein? Da gibt's noch einen Edelstein, den Sparks freundlicherweise mitnimmt. Sparks nimmt nur die mit, wo wir nicht rankommen. Das finde ich sehr zuvorkommend, Sparks. Du bist gerade nützlicher als gewisse andere Feen in gewissen anderen Spielen. Ja.
Und das Sparks ist schon richtig nützlich hier. So, er wollte seine Perle da oben haben. Hat er uns verraten. Da sind ja die vielen Kulex. Ah, verstehe. Ich muss den da auch befördern. Was die Frage ist, wohin genau? Die drüber springen können? Wo ist denn dieser Kulek jetzt? Von vorhin. Na egal, erstmal die ganzen Edelsteine mitnehmen. Die hier so rumliegen. Ja, und dann dem. Nein, 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 falsche Richtung. Dort geht's hoch. Wie krieg ich den darüber? Ach, verstehe. Weißt du, wie ich es mache? Da muss ich ihn rüber rammen. Den muss ich rüber rammen. Zum richtigen Moment. Dann wird das auch funktionieren. Ja, genau so nämlich. Okay, ich glaube, der bleibt erstmal da. Dann lasse ich den erstmal da. Und werde noch den anderen holen. Dann können wir nämlich gleich zwei mit einmal rüberschleppen. Und da ist der Prof. Spyro, mein Junge! Ich habe hier irgendwo eine Zauberbohne. Einen Samen für dich. Ah, hier ist er. Er pflanzt ihn mal ein und sieh, was daraus wächst. Wenn du die Dreiecktaste gedrückt hältst, kannst du den Samen leichter platzieren. Oh, wenn du den Samen wieder haben willst, fackelt die Pflanze ab und sie wird wieder zum Samen. Okay. Ich wüsste auch schon wohin damit. Probieren wir es mal aus. Puh, ist eine komische Pflanze. Na egal, das machen wir noch. Erstmal geht es darum, dass wir uns darum kümmern, dass die Kulex wieder zurückkommen. Da, wo sie hingehören. Dann kümmere ich mich um die Pflanzen. Genau. So machen wir das. So, der geht jetzt dahin. Perfekt. Dass du gleich schon so gut da stehst. Okay, dann geht mal ein Stückchen. So, ab mit euch. Ja, und die ist einfach mal zurücktreiben. Wie gehabt den gleichen Weg. So, erst du hier hoch und dann eigentlich zurückgehen. Da geht's lang. Guter Jumbo. Zack.
Und zack. Na, kommt. Geht zurück. Ah, nicht so nah an der Kante. Du gehst auch woanders hin. Nämlich dahin. So. Und kräftigen Schubser verpasst. So. Nein, 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 da geht's nicht lang. Volle Schäferdrachen hier. So. Ich hoffe mal, das waren jetzt alle. Die du gesucht hast. Ich bin beeindruckt. Du hast alle 7 Kulex für mich gefangen. Hier ist deine gerechte Belohnung. Ja, danke schön für die Kugel. Da kommt so ja die rote Fee und speichert uns das Ganze ab. Wie weit sind wir eigentlich in dem Level? Ja, schon ordentlich weit. So viel fehlt da nicht mehr. So, jetzt zur Pflanze. Vom Prof. Da gehe ich mal hier unten hin. Da gab es nämlich eine Plattform. Nämlich diese hier. Na komm, rauf da. Danke. So. Wo wir noch eine Pflanze bekommen. Ja, jetzt müssen wir mit 2 Pflanzen arbeiten. Diese, ich würde sagen, testen wir mal hier aus. Oh, was für ein Riesenhoshi. Okay. Wie viele Pflanzen brauche ich denn jetzt eigentlich davon? Also der Prof hat nur eine einzige. Das heißt, wir müssen hier ein bisschen knobeln. Okay, das geht so nicht. Gibt es hier vielleicht noch weitere Pflanzen? Ach, Moment. Ich glaube, ich weiß, wie es gehen soll. Wir müssen das ganz anders machen. Das wird eine kleine Plattform. Das wird dann so eine Plattform. Obwohl, Moment. Dann bräuchte ich ja die Frucht eigentlich auch. Okay. Das hat jetzt nicht so ganz geklappt, wie ich das wollte. Oder es gibt noch mehr von diesen Früchten.
Ja, das ist jetzt die Frage. Wie genau mache ich denn das jetzt? Das müssen wir anders machen. Okay, werde ich mal die Plattform hier aktivieren. Und wahrscheinlich muss ich mit zwei Plattformen arbeiten. So, nehme ich die mal mit. Mach die andere dann hier rein. Doch gar nicht von der Höhe her. Ach, ich sehe es. Ja, ich hab's gesehen. Ich hatte nämlich schon so einen Verdacht gehabt, ob es hier nicht irgendwo nicht noch so ein Teil gibt. Hat sich bestätigt. Gibt es. So soll das funktionieren. So. Jetzt können wir nämlich... Na, noch ein kleines Stück. Die dahin schießen. Ja, wunderbar, Spyro, dass du nicht springst. Ich glaube, ich stand so nah am Abgrund. Da wollte er nicht mehr. Da wollte er nicht mehr springen. Um den Sieg zu erringen. Ich sollte aufhören zu singen. Okay, noch so ein Teil. Ach, das kommt bestimmt irgendwo hier runter. Genau, nämlich dorthin. Dann kommen wir nämlich zu Juliet. Jedoch zuvor sammeln wir die Edelsteine ein. Genauso will ich das sehen. Da ist der Prof. Und jetzt ab zu Juliet. Oder wie auch immer sie hieß. Ich nenne sie mal Juliet. Das reicht doch nicht ganz. Ja, das war jetzt ganz schlau. Richtig per excellence getimed. So will man das doch sehen. Moment mal, stand der Prof nicht gerade noch woanders? Wie zum Teufel? Kommt der Prof von da in Sekundenschnelle nach da hinten? Hä? Kannst du dich irgendwie porten oder was ist los? Tatsache, der hat sich dahin geportet. Ich glaub's nicht. Gut gemacht, mein Junge.
Hier sind noch zwei Samen für den Rest des Weges. Oh, und nimm das hier mit, wenn du nichts dagegen hast. Das flog in meiner Tasche herum. Hast du einen Teleporter? Oder was zum Teufel? Ja, ich hinterfrag das nicht. Ich hinterfrag das mal lieber nicht, wie der Typ dahin kommt. Aber Fakt ist, er ist dahin gekommen. Das ist mir gerade ein bisschen sehr strange. So, die nehme ich auch mal gleich mit. Für den Rest des Weges. Wo ist dann die andere Plattform? Okay. Ach, verstehe. Ich glaube, das war zu früh. Das war zu früh. Dann nehmen wir mal mit. Genau so soll es nämlich funktionieren. Ach, wozu zwei Früchte? Reicht da nicht eine? Nee, mit den zwei Früchten, das muss ein Grund. Ah, ich sehe schon, ja. Das hat einen Grund. Jetzt kann ich die zweite Frucht hier mitnehmen. Ah, ich hab's falsch gemacht. Ich muss die andere Frucht erstmal rüberbringen. Ja, das würde ich gerade gerne fertig machen, bevor ich hier den Part beende. Auch wenn ich gerade ein bisschen überziehe. Das ist mir gerade ein bisschen Banane. Aber das will ich noch machen. Das will ich noch machen. Na toll. Ich sollte vielleicht vorher Dreieck drücken, bevor ich ziele. Das wäre irgendwie vom Vorteil. Wenigstens habe ich sie nicht ganz weit weggeschmissen. Och Mann, ich stand zu nah dran am Rand. Oh ja, ich bin schon wieder viel zu... Ah, ich bin viel zu vorsichtig. Jetzt war ich zu nah am Rand dran, genau, und dann passiert sowas. So, jetzt aber... So, jetzt die andere Frucht. Zack. Und zack. So, das letzte kleine Treppchen. Romeo, Romeo, warum bist du Romeo? Oh, da ist Romeo. Du kannst das hier haben. Ich brauche es nicht mehr. What the fuck? Okay, Julia hat eine sehr, sehr komische Stimme. Ich glaube nicht, dass das am Stimmbruch liegt. Ja. Ich enthalte mich mal gerade im Kommentar, ne? Oh, in dem Spiel ist immer noch zu göttlich. Naja, das war's von Spyro 2 für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.